Morgen, Guten Morgen. Herr. Guten Morgen, können Sie Ja, mich guten hören? Morgen. Ja, Guten Morgen. also Herr Maulwurf? Ja. Wer ist denn Ja. da? Oi. Ich glaube, Sie haben neulich schon mal angerufen. Ja. Ja, und was gibt's Ja. wieder? Das ist langsam Gangstalking, was Sie hier machen. Also ich bin eigentlich froh, dass ich Ihre Stimme wieder hören kann, eigentlich. Sind Sie Um. von mein Frau, der Auszubildende? Was Nein. möchten Sie denn von mir? Also eigentlich rufe ich Sie wegen Ihrer Registrierung an. Wegen was bitte? Inserierung in Nein, der Zeitung? Registrierung. Ja, und uneigentlich? Ja. Und darf ich mal fragen, wie alt sind Sie? Irgendwas ist ja nicht in Ordnung mit Ihnen, oder? Nein, alles ist okay. Eigentlich Ja? heute geht es mir viel besser, ja, als Ja, das das letzte war Mal, vorgestern. da waren Sie ja halb am Verrecken. Ja, wissen Sie, ich bin gefallen. Letzten Mal, Gefallener ehrlich. Engel. Ich bin gefallen, dann musste ich mit dem Krankenhaus, musste ich zu Krankenhaus gehen. Ja. Ja, das war schrecklich. Und Aber jetzt geht es was mir. haben die gemacht? War da eine Darmspiegelung inklusive? Also, sie haben mich geholfen, eigentlich. Ja. Ja, das hätte ich jetzt im Krankenhaus auch nicht anders erwartet. Aber was haben die denn gemacht mit Ihnen, dass es Ihnen so schnell wieder besser geht? Sie haben mir also sozusagen Ja, eine das. Spritze gegeben, ja. Ja. Ja, nicht nur eine Spritze, eigentlich mehr als ein, aber ja. Dann. Sie wissen das schon gar nicht mehr. Das war ein guter Stoff, den die da gespritzt haben, ne? Wenn sie da so außer Gefecht gesetzt sind, das war bestimmt erstklassig. Ja, das ist Bester schon wahr. Kram. Und, Ja. ja, wie geht es Ihnen? Ach Besser? ja, doch, ganz gut, ne? Ja. Gerade gefrühstückt. Jetzt habe ich Ja. gerade mir einen Eimer heiß Wasser geholt. Ich habe immer so Probleme mit den Füßen und habe da jetzt die Aha. Füße reingehalten, zusammen mit ein bisschen Menthol im Prinzip. Und das mache ich jetzt so Aha. eine halbe Stunde in etwa. Oh, das ist ja gut. Ihre Füße Ja. werden also ja sich besser fühlen. Ja, man muss sich ja zu helfen wissen, nicht wahr? Ja, Sie haben ja ein ruhiges Leben. Das Ich habe kein ruhiges Leben. Es ist eigentlich ziemlich stressig. ja super. Echt? Ja. Wieso? Na, ich habe ja im Prinzip noch eine Taubenzucht und das nimmt mich halt Ja. zeitlich sehr in Anspruch. Ach, das ist ja nichts Besonderes. Also, Na, da sagen Sie ich mal glaube, nicht dass. zu laut. Ich habe 19 Tauben. Das ist ja mal zeitlich schon ziemlich aufwendig, sich darum zu kümmern, ne? Verstehe, aber Sie haben sich so entschieden. Ja, Deswegen, natürlich. Wie alt sind das Sie ist es. denn? Sie hören sich an wie 14. 14? Nein, ich bin 21. Da haben Sie sich aber gut gehalten. Danke sehr, danke. Und wie alt sind Sie? Weil, wie bitte? Wie alt sind Sie? 72. 72. Ja, Wow. da können Sie noch eine Menge Sicher? lernen. Ja, absolut. Sicher sind Sie 72 Jahre alt. Ja, das Ich weiß ich gerade noch. habe gedacht, dass Sie also Maximum 40 Jahre sind. Oh, vielen Dank. Ja, das sage ich ehrlich. Das ist ja sehr nett von Also, Ihnen. ja, sind Sie schon Rentner, ja? Ja, natürlich. Es geht ja um die Alte. In dem Alter gehe ich ja nicht mehr auf eine Baustelle, nicht wahr? Ja, ist Ich der. habe ja früher Und, Häuser gebaut, ne? oh, Häuser, Ja, das ist sehr ja. schön.
In den alten Zeiten, ja. In den Alpen? Nee, das mehr hauptsächlich im Flachland war das. Nein, ich meine, in den alten Zeiten haben sie Häuser gebaut. Ja, beim Führer damals noch, ne? Ja, wann war das? 1950? Also, nein. Das ist schon ein bisschen her, ne? Das ist schon ein kleines bisschen her, aber schau, man wird ja nicht jünger, nicht wahr? Da waren sie in, ich glaube, dass sie in Westdeutschland oder Ostdeutschland haben sie gearbeitet, oder ja, wie war das? Ja, eine größere Auswahl zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland gibt's ja auch nicht, ne? Ja, Süd- und Norddeutschland existieren ja nicht mehr seit dem Weltkrieg, ne? Die sind ja von den, von den Ottern und von den Meerschweinchen besetzt worden. Ja. Ja, ja. Wisst ihr? Also, in den Zweiten Weltkrieg? Es war so scheiße, Entschuldigung. Ja, aber Herr Wolfsch war da doch gar nicht dabei. Ja, aber das ist, was mein Vater mir erzählt hat. Ach, so hat er gedient auch bei Rommel? Also, er war damals ein, sozusagen, er ist immer noch ein Professor, aber... Da muss Ihr Vater ja aber auch, sag ich mal, mehrere Dutzend Jahre schon auf dem Buckel haben. Wenn er damals schon Professor war und heute auch noch, dann sollte der sich mal ans CERN-Institut in der Schweiz wenden, weil dann hat er scheinbar, sagen wir mal, so das Lebenselixier, so den Stein der Weisen ja quasi erfunden. Ja, du bist mir schon so ein Vogel. Also, ehrlich, wissen Sie, es ist so gut, dass ich mit Ihnen sprechen kann. Jemand, der viel älter als ich ist. Und ja, ich kann von Ihnen... Menschen, ne? Ich kann sehr viel von Ihnen... ich kann sehr viel von Ihnen lernen. Ja, das glaube ich auch. Ja, das kann ich wirklich... Was würden Sie denn gerne lernen? Also, ich habe ja im Prinzip... Könnten wir uns ja mal heute über die napoleonischen Kriege unterhalten. Ich weiß nicht so viel über diesen napoleonischen Kriege. Wissen Sie nicht viel über Napoleon? Ich weiß, wer das war. Erzählen Sie mal. Wir müssen ja mal gucken, ob er war. Er war ein Italiener. Er war ein Italiener. Das ist schon mal falsch. Er war ein Italiener, der in Frankreich regierte. Viele denken, dass er aus Frankreich war, aber man sagt, dass er in Wirklichkeit aus Italien war. Naja, ist kein Franzose, das stimmt, aber Napoleon war kein Italiener, ne? Der kam ja von Korsika. Der ist ja in Korsika, die Insel da. Boah. Das wusste ich nicht. Aber haben Sie heute schon mal was gelernt und was dann passiert? Was? Wie bitte? Was wird passieren? Der ist ja auf Korsika geboren worden. Und wie geht's dann weiter? Weiß ich nicht eigentlich. Haben Sie was zu schreiben vorliegen? Ja, ich kann das aufschreiben, wenn Sie möchten. Ja, ist halt die Frage, wie weit Sie da, sag mal, der didaktischen Gedächtnisstütze fähig sind. Soll ich einfach mal drauf los erzählen, dass Sie das aufschreiben können? Ja, Sie können das erzählen, ich höre zu. Naja, sag mal, im Prinzip ist Napoleon ja damals, weil Napoleon ist ja, sein französisch einstudierter Name, der kam ja als Napoleone zur Welt. Der hieß nicht Napoleon, der hieß Napoleone. Das war ja, sag ich mal, schon, sagen wir mal, die Korsen, die haben ja schon, sagen wir mal, so einen italienischen Schlag drinnen. Aber Korsika ist halt ein eigenes Land gewesen. Und das war halt von den Franzosen schon besetzt, als der Kleine da zur Welt kam. Und er ist halt da aufgewachsen zwischen den französischen Besatzungsstreitkräften. Die haben sich da halt immer, die sind da immer am Strand und auf den Bergen rumgeottert und haben halt die Aufständischen gesucht. Die haben halt da immer noch probiert, sagen wir mal, Ariadio zurückzuerobern. Das ist halt immer die Präfekturhauptstadt gewesen.
Ja. Ja, und Napoleons Nabuliones Vater, sag mal, der hat die Franzosen ja gehasst, ne, weil die haben denen ja das Land weggenommen. Aber der hat Ja. irgendwann dann entschieden, dass aus dem Jungen ja nur was werden kann, wenn der zu einer richtigen Schule geht. Jetzt machen wir mal so ein bisschen einen Zeitsprung. Weiß ja nicht, wie viel Zeit sie haben. Auf jeden Fall ist er dann Oh. irgendwann von seinem Vater halt nach Frankreich geschickt worden, dass der da zur Schule gehen soll, ne? Und das hat er dann halt auch Aha. gemacht, ne? Und da hat er dann halt Französisch Verstehe. gelernt, irgendwann seinen Namen Ja. halt angenommen oder geändert, damit er halt als Ja. Franzose und nicht als Corse wahrgenommen wird. Ja, das Ja, habe ich ne? gehört, dass er seinen Das ist ja Namen vielleicht, geändert ja, hat. vielleicht kennen Sie das ja auch, wenn einem am Telefon, ne, wenn einem da irgendwelche komischen Leute anrufen, wo man genau hört, dass das irgendwie ein Russe oder ein Inder ist, und der stellt sich dann als Thomas Müller vor, kann den Namen aber kaum aussprechen. Also Napoleone, der hat das, sag ich mal, der hat das besser hinbekommen, aber der ist halt im Gegensatz zu diesen Mistfiguren halt auch ein schlauer Kerl gewesen, ne? Wow. Das ist einfach so. Und er hat dann halt ins Militär eingetreten, ne? Hat dann mal so eine Offiziersschule besucht, so eine Kadettenanstalt. Wie man das von den Ja. Amerikanern auch kennt, da haben die sich das abgeguckt. Und ich weiß nicht, ob Sie das wussten, aber Napoleon war ja Artillerist. Wissen Sie, was Artillerie bedeutet? Artillerist? Nein, eigentlich weiß ich nicht. Was bedeutet Artillerist? Naja, Artillerie ist ja quasi, damals waren das die Kanonen, ne? Kanonen, Mörser, Haubitzen. Was heute, sag ich mal, hier so, sagen wir mal, diese Langstreckenartillerie mit Raketen und sowas ist, ne? Bloß, dass sie damals halt noch neben der Kanone standen und die selber angezündet haben, die Zündschnur, ne? Und da hat er Verstehe. dann halt, sagen wir mal, durch sein Interesse an Mathematik, ne, weil man muss ja bei so einer Kanone auch die Flugbahn der Kugel berechnen. Da hat er dann im Prinzip gezeigt, dass er ein ganz schlaues Kerlchen ist. Und hat dann da halt, Ja. obwohl er, sag ich mal, kein Franzose war und nicht aus einem adligen Haushalt kam, weil seine Eltern, das waren ja Ja. einfache Bauern im Prinzip, hat er denen da halt ganz schön Verstehe. was vorgemacht, ne? Ja. Und das war schon nicht einfach damals. So, und jetzt dürfen Sie, jetzt machen wir quasi Du. einmal so eine kleine Zwischenprüfung, jetzt dürfen Sie das nochmal wiederholen in eigenen Worten. Was soll ich Ja, wiederholen? was ich gerade erzählt habe. Das war zu lange, aber Sie haben über Napoleone gesprochen, dass er Nein, zu wirklich Frankreich. Und was? Sie sollten das doch aufschreiben. Ja, aber Sie Also reden zu so kriegen Sie, schnell, ja, so deswegen kriegen, ja, kann müssen ich Sie nicht. was sagen, weil so wird das nichts mit Ihrem Offizierspatent. Sie wollen doch im Frühjahr an die Ostfront. Das wird ja so nichts, ne? Wir müssen ja Zar Nikolaus, sagen wir mal, in die Schranken weisen. Der hat ja im Ja. Prinzip den französischen Hochotteradel beleidigt. Und dadurch kam der Krieg dann ja zustande. Also, wie der Krieg, also Naja, na, jetzt beleidigt. müssen wir ja weiter. Es kam ja, die französische Revolution kam ja dazwischen. Ah, Da haben die ja, ja, das ich ist weiß schon nicht, ob Sie wahr. das wussten, da hat ja im Prinzip, haben die Leute ja nichts zu essen gehabt, ne? Und dann Also, meinten die, standen ja. da halt vorm Tuilerienpalast und haben halt nach Brot geschrien. Die wollten halt Brot, also was zu essen haben, im übertragenen Sinne. Ja, Und dann hat Louis die, der 60. ja, der war der 16. König. genau. Und dann hat im Ja. Prinzip die Frau von dem gesagt, hat das Volk kein Brot zu essen, soll es eben Kuchen fressen. Und dann haben die Ja, gesagt, Kuchen, die genau. Alte ist so nicht mehr ganz sauber in der Murmel. Und dann haben die eben die Knüppeläxte, sagen wir mal hier auch die Mistgabeln, vereinzelt auch Schwerter und Musketen geholt, und dann haben die totgeschlagen. Moment, Moment, das ist zu viel. Was noch zuletzt, was ist passiert? Naja, Mit die Einwohner von Paris, die haben halt den König und seine Frau dann umgebracht, ne, weil die so Ja, unfreundlich das waren. weiß ich. Das Sehen Sie mal, weiß das ist jetzt halt so die Kurzfassung. Und dann kamen ja im Prinzip die Jakobiner an die Macht. Die waren ja benannt nach Jakob dem Großen. Das war im Prinzip der erste Otterkönig nach den Fuchskriegen. Und die haben halt Frankreich völlig reformiert, ne? Woher weisen Sie diese Informationen? Na, ich habe ja Französologie studiert, nicht wahr? Ja, ich fand das immer sehr Einfach. interessant. Und ich habe ja zuerst, ich habe ja einen Doktortitel in Namenologie.
Und dann habe ich gesagt, in Ordnung, das Fach der Französiologie hat mich auch immer sehr interessiert. Ich hänge noch mal 7 Jahre dran und studiere das im Prinzip. Ich habe ja dann von, also da kriegt man dann ja auch so eine Abschlussprüfung und da war ja im Prinzip Napoleons Urgroßneffe, mütterlicherseits von der Schwester, also von seinem Bruder im Prinzip, der damals in Spanien Madrid aufgegeben hat gegen die Rebellen, da kommen wir nachher noch zu. Der ist ja im Prinzip heute noch da an der Universität und lernt halt die Französologie. Naja, das ist ja im Prinzip die Hans-Maulwurf-Universität für sinnlose Studien. Die ist angesiedelt in Paris im Prinzip. Ja, wisst ihr. Ja, das ist gut, dass Sie das verstanden haben. Ja, das ist einfach zu viel. Ich würde es vergessen. Ja, ja, wir wiederholen das ja. In den verschiedenen Unterrichtsstunden werden wir das natürlich alles nochmal wiederholen. Kein Problem. Ist natürlich klar, dass wir das nicht an einem Tag schaffen. Ja, aber wir machen jetzt einmal so einen kurzen Ausflug, damit Sie halt auf dem Stand der Dinge auch sind. Ne? Und dann, wie gesagt, haben die den König halt umgebracht. Und dann haben die Menschen halt selber das Land regiert. Und haben mal gesagt, wir wollen jetzt keinen König mehr haben. Wir machen das alle selber. Das hat aber auch nicht so gut geklappt. Weil die Österreicher und die Engländer, die wollten ja im Prinzip dann Frankreich halt angreifen, weil die gedacht haben, wenn die keinen König mehr haben, ne, da kann man die ja mal schnell auffressen. Und dann wurde Napoleon halt nach Italien geschickt, weil die Österreicher halt Italien angegriffen haben. Die wollten Italien zurückerobern, das gehörte damals den Franzosen. Und da hatte er hatte keine Pferde, weil die Pferde, die mussten die essen, weil sie nichts zu fressen hatten. Ja. Die haben auch keine Kanonen gehabt. Und da haben die das trotzdem geschafft, sag ich mal, die Österreicher da halt zu besiegen, nicht wahr? Das musste so gewesen sein. Ja, natürlich. Da gab es damals eine ganz bedeutende Situation. Da haben die sich quasi an so eine Brücke rangeschlichen. Auf der anderen Seite waren halt die Österreicher, ne? Und jetzt wissen Sie ja, wie das heute ist. Sag mal, da sagt der General, der sitzt irgendwo am Telefon und sagt, greif mal da und da an. Und Napoleon, der hat das damals so gemacht. Der hat sich ganz vorne vor seine Leute halt hingestellt, ganz vorne dran. Und hat die Fahne in die Hand genommen und ist halt als erster über diese Brücke gerannt, während die da geschossen haben. Und seine Leute, die sind halt alle hinterher, dann, ne? Weil die gedacht haben, der ist ja wahnsinnig, da müssen wir hinterher, der ist ja ein Gangstalker. Ne? Die haben das zwar nicht geschafft, das einzunehmen, aber der hat da, sagen wir mal, seinen Heldenmut halt bewiesen. Ne? Ja, ich verstehe. Ich habe eine Frage. Ihr Stimme ist bekannt. Ihre Stimme ist bekannt. Habe ich sie irgendwo gesehen? Vielleicht. Das ist gut möglich. Ich habe, falls Sie gerne Fernsehen schauen, ich habe im zweiten Programm auf dem Geschichtskanal, da habe ich öfter mal, sagen wir mal, Themensendungen moderiert, unter anderem halt die Napoleonischen Kriege. Dann gibt's auch eine Themenreihe zum amerikanischen Bürgerkrieg. Zu den Ägyptern habe ich viel gemacht, falls Sie das interessiert. Und jetzt bin ich ja im Moment gerade dabei, sag ich mal, zur Zeit der Wikinger. Da gab's ja auch. Ich meine ernst, ich habe sie irgendwo gehört. Ja, ja, schon im Fernsehen, das wird ja auch im Radio übertragen. Das kann möglich sein, aber ich weiß nicht. Ich habe sie irgendwo gehört. Ja, in welchem Zusammenhang denn? Also, es kann sein, dass sie auch beim Fernsehen, aber, Möchten Sie ein Autogramm haben? Autogramm? Ich gebe das ans Büro weiter, wenn Sie mir einmal Ihre Adresse durchgeben, bitte. Ich schreibe das auf. Ich kann unsere Adresse Ihnen per E-Mail schicken. Nee, ich meine Ihre von Ihnen. Ich wollte ja nicht Ihrem Chef ein Autogramm schicken, der kennt mich ja vielleicht gar nicht und will das gar nicht haben. Man will sich anderen Leuten ja nicht aufdrängen. Ja, aber echt, das ist super eigentlich. Was denn? Aber das ist super, ich glaube, ich kenne Sie. Ja, das haben Sie jetzt schon mehrmals gesagt. Haben Sie heute Alkohol getrunken?
Nein, 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 Sie hören aber. sich so an, als ob Sie total besoffen wären. Deswegen folgen Sie dem Nein. Unterricht auch nicht richtig, ne? Das gibt ein Doch, Einfrage zu doch, Klassenbuch. doch, doch. Doch, doch. Welche Schule haben Sie denn besucht? Welche Schule? Also im Meinen Sinne nicht Sie? von, nicht im Sinne von auf dem Pausenhof rumgammeln, sondern wo Sie halt auch den Abschluss dann gemacht haben. Wo war das denn? Das war in, also, Ja, ist lange her, ne? ja, also nicht lange. Ja. Oh. Ja. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, ja. Ja, wegen Deswegen Napoleon. ist es. Nein, Es nicht ist wegen übrigens, Napoleon. ja Ich. doch, es ist übrigens heute in Frankreich immer noch verboten. Also es gibt ja da auch noch Bauernhöfe. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten. Und man darf zum Beispiel ein Schwein, wenn man Schweine züchtet, man darf dem nicht den Namen Napoleon geben. Das ist heute noch verboten. Echt? Ja, da gibt es ja zum Beispiel Ja. das Buch Die Farm der Tiere, falls Sie das vielleicht kennen. Da geht es ja im Prinzip um eine spielerische, kindgerechte Erzählung der russischen Revolution im Sowjetreich im Prinzip. Und da gibt es ein Schwein, Ja. das heißt Napoleon, ne? Und in Frankreich Oh. mussten die dem, durfte das Buch halt nicht verkauft werden, bis sie dem Schwein einen anderen Namen geben. Und dann haben sie es Otka Otta genannt, obwohl es gar kein Otter war. Otter. Otter. Ja. Kennen Sie Otter? Nein, was Das sind ich T suche jetzt Tiere. im Internet. Geben Sie Ein mal ein. Moment. Otter? Theodor Emil Richard. Würde mich wundern, wenn Sie nicht wissen, was ein Otter ist. Theodor Otter. Nee, nicht Ah. Theodor Otter. Otter Theodor Emil Richard. Theodor. Okay, o Otto Nein, Theodor. nicht Otto, Otter, wie das, na, ich wollte gerade O sagen, wie das Tier, aber das bringt ja nichts, Können Sie wenn das ich, buchstabieren? habe ich doch gerade, Ottfried, Theodor, Emil, Richard. Ottfried Theodor. Oi. Dann nochmal Theodor, Emil, Richard. Das kann doch Ich nicht kann so nichts schwer sein. finden. Ich habe nichts gefunden. Otter. Verdammt. Warten. Sprechen Sie noch andere Sprachen? Ich spreche eigentlich viele Sprachen. Was sprechen Sie denn? Paruski? Mein Russisch ist nicht so gut, aber ich spreche auch Italienisch. Ah, Italienisch. Nee, da kann ich nicht mit dienen. Ich habe ja im Prinzip, könnten wir uns auf Englisch unterhalten? Parlez-vous français, Ja. monsieur? Ich kann Englisch, Italienisch, ja, und Parlez-vous Deutsch. français, also kein Französisch. Gut, dann lassen wir das. In English it's Ja, also Franz. Otter. It's no difference in the Otter. language. Otter. I get it. Like So. Omega, Terror, England, Richard. I can't find anything. Oh Ich kann mein nichts Gott. finden. Ja, das ist nicht gut. Ja, Ja. dann wollen wir mal mit Napoleon weitermachen. Haben Sie denn Fragen bis Ja. hierhin? Ja. Okay. Also machen wir weiter mit Napoleon. Ja, was haben Sie denn für Fragen bisher? Okay. Ein Moment. Wie alt war Napoleon, als er zu Frankreich gegangen ist? Na, der ist ja zu Frankreich im Sinne von, dass er der Kaiser wurde. Ne, erstmal ist er ja der erste Bürger geworden. Aber als er Kaiser wurde oder wo er zur Schule gegangen ist? Ich wüsste aber, wie alt war er Ja, damals? wann? Zu welchem Zeitpunkt? Er hat ja innerhalb seines Lebens mehrere Alter gehabt. Ich wüsste, also als Ich will da er. jetzt ja auch keine falsche Antwort geben, ne? Ja. Ja, ich wüsste, aber. Ich Ah. glaube nicht, dass Sie was verstehen. Doch, ich verstehe. Ja, was denn? Ich habe nur ein bisschen Kopfschmerzen, deswegen. Ja, sprechen Sie mir einfach mal. Sagen Sie mal ganz laut: Lang lebe Napoleon, Kaiser der Franzosen. Lang lebe Napoleon, Kaiser der Franzose.
Nein, der Franzosen, also nicht nur der Französinnen. Französin. Ja, ich weiß, Ja. französische Frauen sollen ja sehr schön sein, aber wenn sie jetzt nur sagen, Kaiser aller Französinnen, dann kommen die Franzosen und dann gibt es die nächste Revolution. Das wollen wir jetzt ja gerade nicht haben in Ja. diesen unsteten Zeiten. Ja. Ja. Das ist Ja. gut. Oh, Sie hören sich krank an, Sie sollten dringend zum Arzt gehen. Ich weiß. Ich war schon im Krankenhaus. Ja, aber doch nicht wegen Husten. Da muss ja mal ein heißes Bad nehmen, wie die Japaner. Ich weiß ja nicht, ob bei Ihnen in Und der Kultur das Baden üblich ist, aber die Japaner, die haben ja im Prinzip, sagen wir mal, eine sehr ausgeprägte Badekultur. Und wenn man da, sag ich mal, ich weiß nicht, ja. ob Sie das wussten, aber wenn man sich mit Wasser wäscht, da wird man ja sauber. Und man kann da im Aha. Prinzip ja noch mehrere Sachen mit reintun ins Wasser. Das geht los bei Brennnesseln und hört auf mit Eigenurintherapie, damit es einem dann ja im Prinzip wieder besser geht bei so einer Erkältung, wie Sie die haben. Aha. Ich verstehe das. Gott, Wirklich? also ich Können Sie muss. das nochmal wiederholen in eigenen Worten? Irgendwie glaube ich nicht, Also dass du das ich verstanden hast. sollte eine heiße Dusche mit Japanern machen, Ja, oder genau, Sie sollen heiße Dusche mit wie? Japanern machen. Das haben Sie gut erfasst. Mit wie viel Japaner passen denn in Ihre Dusche rein, wäre dann die Frage. Haben Sie eine geräumige Dusche? Glaube das. Ja, Sprechen Sie also, denn im eine Prinzip Frage. Japanisch? Ich weiß nur Arigato. Ja, das heißt danke. Und wenn Sie dann, sagen wir Ja. mal, wenn Sie es dann schaffen, dass die Japaner halt bei Ihnen in die Dusche reingehen und da auch bleiben, dann müssen Sie hinterher Ja. Domo Arigato sagen. Das heißt dann vielen Dank. Sehr Je gut. nachdem, Ich wie kann gut auch. die Dienstleistung dann halt ist. Also wenn Sie Interesse an der japanischen Kultur haben, ein Freund von mir arbeitet in Hamburg bei der japanischen Botschaft, da kann ich Ihnen da bestimmt mal so einen Flyer zukommen lassen, wenn Sie da mal eine Bildungsreise unternehmen mögen. Okay, wissen Sie über also japanische Finanzmarken? Über den japanischen Finanzmarkt bin ich jetzt nicht ganz so, sag ich mal, drin, weil das ist ja doch ein bisschen weiter weg. Ich weiß nur, dass der japanische Yen eine relativ stabile Währung ist, ne? Ja, das ist schon wahr. Das ist schon wahr. Aber Was wissen Sie denn vom japanischen Finanzmarkt? also ich weiß nicht so viel, aber naja, ich habe Sie gefragt eigentlich. Ja, und ich habe Ich Ihnen wollte mal. geantwortet, dass ich da nichts von weiß, großartig. Ja. Das ist ja Warum super. fragen Sie Aber denn? ich wollte mal nur wissen, Weiß, ich kann Ihnen ja im Prinzip sagen, dass Taro Aso der japanische Finanzminister ist, aber das wird Ihnen ja nicht weiterhelfen. Sie. Ja. Oder? Oioioi. Was? Was Was? läuft denn da für Musik bei Ihnen? Musik? Welche Musik? Na, bei Ihnen, ich höre da Musik im Hintergrund. Nein, das ist keine Musik, das ist nur ein. Ja, Ich weiß nicht. wollen Sie mir sagen, dass ich mir das einbilde, dass da Musik läuft? Ich habe sehr gute Nein, Ohren. Das habe ich mir im Prinzip, die heißen ja nicht umsonst Sumpfohreulen, da habe ich mir das quasi abgeguckt. aha. Verstehe. Ja. Also ja. Wissen Sie, das ist so schwierig für mich, weil ich Kopfschmerzen habe. Ja, Was für wirklich. eine Musik ist das? Ja, das ist die Nationalhymne von Frankreich. Oh. Ich dachte, ich mache das jetzt mal an für Sie, wo wir schon die ganze Zeit von Napoleon sprechen. Das ist ja im Ja. Prinzip, sag ich mal, sehr, sehr tiefsinnig, sehr tiefgründig. Da geht es im Prinzip um die Vertreibung der Füchse aus dem Herrschaftsgebiet der Otter. Mögen Sie das hören? Ja, ich kann das hören eigentlich. Ah, das könnte ich den ganzen Tag hören. Echt? Ja, ich suche gerade mal noch, ob ich
ob ich das von Napoleons Alter Garde finde. Das wird, Aha. weil er hat ja im Prinzip auch, die haben ja im Prinzip da, sag ich mal, die Elite-Krieger gehabt, die hießen ja Alte Garde. Gucken, ob ich das hier finde in meinem Portfolio. Ich glaube aber nicht, weil ich gerade einfach auch zu otterig bin. Naja, sei es drum. Ich will da jetzt Ja. nicht zu viel Zeit mit aufwenden, weil wir müssen ja im Prinzip noch darüber sprechen, wie Napoleon dann im Prinzip an die Macht gekommen ist. Ja, ich Sind verstehe, aber Sie denn da im Bilde drüber? wo, was? Ja, das war jetzt zu weit, sagen wir mal, zu hoch von der Anforderung her. Wissen Sie darüber Bescheid? Aha. Dann frage ich so. Also, ich weiß nicht, nein. Gut, dann nehmen Sie mal Papier und Stift zur Hand. Das ist prüfungsrelevant. Okay, Ja, im Moment. Prinzip ist das ja. Okay, ich habe jetzt Papier Im und Prinzip ist weiß. das ja so gewesen. Ich hatte Ihnen ja erzählt, dass, sagen wir mal, die haben ja den König vertrieben und umgebracht und haben das dann ja selber Aha. auch nicht hingekriegt. Und dann haben die halt Also. irgendwann beschlossen, dass es besser wäre, wenn diese Regierung halt wieder wegkommt. Und da gab es dann halt eine große Versammlung außerhalb von Paris. Und da ist Napoleon da halt hingelaufen, hat gesagt, Leute, was soll das, was soll die Scheiße, die ihr da macht, das klappt doch nicht. Ich mach das jetzt. Ein Da haben sie, Moment, ein Moment. ja, Regierung wegkommt, dann. Regierung wegkommt, Napoleon hinkommt. Das können sie aufschreiben. Ja, na, Und das ist ja, Polio. das ist halt die einfache Variante. Also wenn sie dann in der Klassenarbeit hinschreiben, Regierung wegkommen, Napoleon hinkommen, dann gibt's halt nicht sonderlich viele Punkte. Das muss ich Ihnen gleich sagen, ne? Ja. Ja, und die haben den, wollten den dann halt umbringen, ne? Oh, Gesundheit. Und Danke sehr. der ist dann halt mit der Armee wiedergekommen und hat diese ganzen Abgeordneten dann halt vertrieben. Und dann hat er halt sich, sag mal, von denen wählen lassen, mehr oder weniger, während die Soldaten da standen. Und dann war er zusammen mit zwei anderen, sind die halt zu Konsuln von Frankreich im Prinzip gewählt worden für ein paar Jahre, dass sie das halt Ein alles Moment, wieder ein in Ordnung bringen sollten, ne? ja, ein Moment. Was haben Sie zuletzt gesagt? In Ordnung bringen, Ich habe habe ich zuletzt gesagt. in Und die, Ordnung. also, und die Namen von den, die Namen von den, sag mal, das waren ja drei Konsule, das war ja im Prinzip Napoleon Bonaparte und dann waren das noch die Bürger Sieyès und Roger de Coux. Die Namen müssen Sie dann Also auch das waren kennen. drei. Das waren Das dann waren drei und die drei. haben halt im Prinzip auch noch ungefähr 700 Soldaten gehabt. Ich hoffe, Sie haben genug Papier, weil die Namen von den Soldaten sind auch Ja. prüfungsrelevant. Das müssen wir auch noch aufschreiben. 700, 700 Soldaten. Ja, und die haben dann halt die Regierung gestürzt, nicht wahr? Aha, ja. Also diese Soldaten haben die Regierung gestört. Nein, Napoleon, und er hatte die Soldaten dabei. Aha. Ja, das müssen Sie aufschreiben. Ein Moment, ein Moment. Regierung, okay, habe ich geschrieben. Das ist gut. Und dann ist das im Ja. Prinzip ja so gewesen, dass, jetzt weiß ich gerade, doch, jetzt ist es mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Dann ist er halt eine ganze Zeit lang der erste Konsul von Frankreich gewesen. Und dann hat er halt irgendwann mal gemerkt, dass das ja doof ist, wenn man die Regierung irgendwann wieder abgeben muss. Und dann hat er ja im Prinzip beschlossen, oder die haben Ja. seine Berater haben ihm halt angeraten, er soll doch eine Wahl durchführen lassen zum Kaiser der Franzosen. Ich weiß ja nicht, ob sie das wussten, aber der hat ja den König, den haben die ja nicht so gerne gehabt. Darum wollten die nicht wieder einen König krönen, sondern einen Kaiser. Der ist ja im Prinzip noch mal was höher als der König. Ne? Und dann Also hat er halt die Kaiser Wahlen war gefälscht. höher als König? Ja, der war höher als der König, zumindest bei den Aha. Franzosen. Also so steht das Bitte. zumindest im Rainer Winkler Geschichtsbuch drin. Gesundheit. Sie sollten mal eine heiße Zitrone trinken. Ja, das ist schon wahr. Danke Ihnen. Okay. Ein Moment. Ja, ich warte. Also 700 Soldaten, oh, ja.
als noch. Aha. Ordnung bringen. Ja, ich habe alles geschrieben. Das ist gut. Und dann hat er sich halt, nachdem die dann da festgestellt haben, dass er halt gern Kaiser wäre, da hat er halt eine Wahl veranstaltet und hat die halt gefälscht auch, ne? Damit die, der hat zwar gewonnen, aber der wollte halt nicht nur gewinnen, der wollte halt so ein richtiges, mächtiges Glied im Prinzip haben. Phallus Maximus, würde man auf Lateinisch sagen. Und da hat er was? Maximus? Was Maximus? Phallus Maximus. Hallus. Phallus, also P-H-A-L-L-U-S, Maximus. Phallus der Große, können Sie ja nachher mal, können Sie ja nachher mal bei Google eintippen, wenn Sie das mögen. Ah, Hallus Maxim. Also. Phallus der Große. Und dann gehen Sie auf Bildersuche. Hallux. Hallux. Nein, Phallus, PH, also Paula Heinrich. Ah, Phallux. Paula Heinrich. Anton. Ludwig, ja. Udo Siegfried. Phallus. Phallus. Ja. Das können Sie mal bei Google eingeben. Ich habe es in Google gesehen. Napoleon? Einen Moment, bitte. Das ist so witzig. Ich habe Phallus der Große, ja? Ja. Sind Sie sicher? Absolut. Was haben Sie denn gefunden? Ja. Das sind da Bilder von Napoleon? Nein. Überhaupt nicht. Was haben Sie denn da vorgefunden? Weil wenn man das falsch schreibt, dann ist das ja im Prinzip... Also wenn Sie das mit A statt mit U schreiben, dann ist das ja im Prinzip eine Ziegenrasse. Aber da wollen wir ja nicht hin, wir wollen ja zu Napoleon. Ja. Ich sehe. Also wir können das Ganze... Gott. Muss mir gerade mal kurz die Nase putzen. Einen Moment bitte. Okay, Phallus, der Maximus, ja? Der Große. Phallus Maximus. Ein Moment. Herr Freund? Was? Ich habe im Prinzip das, wir können das auch viel einfacher machen. Ich habe ja im Prinzip eine Internetseite. Da habe ich, sag ich ja? mal, einen Lebenslauf von Napoleon geschrieben, so in Kurzform. Echt? Das ist einmal so vielleicht 10 Minuten, wenn Sie schnell sind mit dem Lesen. Wenn Sie möchten, okay. Kann ich Ihnen das einmal, da können Sie das nachher in Ruhe machen. Das ist gut. Sie haben einen Link für mich, ja? Ja, ich buchstabiere www. www. Ja, und dann buchstabiere ich Kaufmann, also K. Kaufmann. Emil, also E. Emil. Ja, dann wieder Kaufmann. Kaufmann. Dann Martha, also M. Wie Mama. Martha. Und dann Anton. Anton. Und dann .net, also N-E-T. Kekma.net, das ist im Prinzip meine Unterhaltungs-Internetseite. Ich mache nur so ein bisschen Comedy nebenbei. Oh, ich bin früher. Ich habe nichts gefunden. Kekma.net. Ich habe nichts gefunden. Also, Kaufmann. Haben Sie den Buchstaben oder das Wort Kaufmann geschrieben? Ich habe Kaufmann geschrieben. Ja, du bist doch ein Depp. Du sollst nur K schreiben. Ich habe buchstabiert. Komm, okay. Nochmal alles löschen. Doch, K. Mal. K. E. E. K. K. M. M. A. A. Punkt. Punkt. Net. Net.
Und dann können Sie mal kurz drauf gucken, da sind auch Bilder von Napoleon mit bei. Ich habe das eine sogar selber gemalt. This website contains dark adult humor. Das ist sicher. Hallo? Ja? Also ich sage, sind Sie sicher? Ja, klar. Ich stehe für mich. Ja, ja, Dark Adult Humor, weil ich mache halt, ich habe ja gesagt, ich mache Comedy, da sind auch mal ein paar Frauenwitze dabei und da muss man das halt dazu schreiben, sonst kann man da Ärger kriegen. Aha. Oh. Okay, also, Moment, Video aussehen, mal kostenlos, was ist das? Moment. Hallo, ich habe diese Seite, ich lese mal die Kommentare, Moment. Nee, nicht die Kommentare, die Seite selber. Ich weiß, ich bin zu den Seiten gegangen, aber... Hallo, ich habe diese Seite besucht und herausgefunden, dass diese Bilder an der Seite von Kema sind nur Maskenbilder und das Video ist trotzdem ein Mann, der sich eine Schraube reindreht. Das Blut ist fake. Er kauft. Wovon reden Sie denn da? Hoffe ich könnte euch helfen. Mit freundlichen Grüßen. Was reden Sie denn da für Sachen? Ja, ich lese die Kommentare. Kommt erst aus jetzt. Dem Gästebuch oder was? Nein, dieser kekma.net, ja? Ja, sind Sie jetzt bei mir auf der Seite gerade? Ja. Und können Sie das denn gut angucken, alles? Sie haben, ja, also Sie haben auch eine kekma.net. Protonmail.com. Ja, Protonmail, ne, das benutzen ja, sag ich mal, alle. Ja, Protonmail ist sehr sicher. Also. Ich kann sie gerade nicht mehr verstehen, da ist ganz schlecht die Verbindung. Also, Protonmail, da habe ich gesagt, dass es sehr sicher ist. Ja, Protonmail also, ist sehr sicher. Deswegen gehen Sie jetzt mal bitte auf die Seite, weil ich muss demnächst zum Arzt, dass wir noch mal kurz Napoleons Lebenslauf durchgucken können. Aber ich bin nicht über Napoleon. Natürlich. Was haben Sie denn gesehen? Da haben Sie es falsch geschrieben. Also ist es nicht kekma.net. Na doch. Dann kann ich nichts finden. Phallus der Große. Ich habe meine Stimme ausgemacht, aber ich sehe nur was drin, also. Sie haben Ihre Stimme ausgemacht, ich kann sie aber noch hören. Nein, ich meine Stimme von diesem Video. Was meinen Sie? Kek mal. Nichts. Ich werde zu kekma.net schon später gehen. Na, später bringt mir ja nichts. Ja, aber ich werde definitiv es besuchen. Definitiv. Ja, das sagen sie alle. Naja, ich habe schon besucht, aber... Oh. Ich habe, naja... Es gibt auch einen Channel... Was meinen Sie? Also, es hat auch einen Telegram-Channel, glaube ich. Natürlich. Ja. Phallus. Der Maximus. Ja, gehen Sie mal, suchen Sie mal Phallus bei Telegram. Da findet sich sicher eine Menge Fettmaterial. Ja. Ich habe schon Phallus der Maximus gesucht, aber... Phallus Maximus. Okay, also, Herr Mohle, können Sie mich hören? Ach Gott.
Ich weiß, dass sie ein Mikrofon ausgemacht haben und vielleicht lachen sie Was auch, habe ich aber ausgemacht? Ich habe gerade einen Schluck Kaffee getrunken. ihr Mikrofon haben sie ausgemacht. Sie haben wahrscheinlich gelacht, aber Ich lache die ganze Zeit, können Sie das nicht hören? Ich bin ein sehr fröhlicher Mensch. ja, Sie machen auch mich froh, eigentlich. Ja, das freut Danke. mich nicht. Ja, das freut ihn nicht. Die Leute nicht. Nee, sie sollen weinen und winseln und um Vergebung bitten. Was willst du jetzt? Weswegen hast du mich eigentlich angerufen, sag mal? Also, wegen Ihrer Registrierung. Wo denn? Ihrer Registrierung. BitIQ. Sie waren auf unserer Webseite, haben Sie unser BitIQ. Sie haben Was habe ich ja, ihr? ich, Mann, Sie also, sind doch schon wieder kennen Sie. betrunken. Nein, das ist Was hast du alles da den okay. Flachmann unterm Schreibtisch und bist die ganze Zeit da am Nuckeln dran? Ja, also, alles ist okay, alles ist super. Ja, dann beruhig dich doch Ja. mal. Ich bin ruhig. Nein, du bist total aufgedreht. Nein, wissen Sie, ich bin sehr froh, dass ich mit Ihnen reden könnte, ehrlich. Warum denn? Also, naja, weil viele meine Stimme hören werden. Weil viele Männer Stimmen hören werden? Nein, also, ach, vergessen Sie es einfach. Du bist doch schon wieder besoffen. Eine Frage. Ja? Haben Sie vielleicht einen YouTube-Channel? Hab ich was, bitte? Ein YouTube-Channel. Was ist das? YouTube, wissen Sie, was YouTube ist? Ja, natürlich, da kann man schon mal sich Sachen angucken. Da habe ich die Tage erst gelernt, wie man einen Bogen bauen kann. Das will ich mal ausprobieren am Wochenende. Ja, aber haben Sie einen YouTube-Channel? Also ich habe mich da mal angemeldet, damit man Sachen auch angucken kann, die ab 18 sind, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, Ja, aber ja. Sie haben nicht geantwortet, ob Sie haben oder nicht. Ja, natürlich. Ja. Ich Ja. würde ja. Ja. Super. Also, ich habe gefragt, haben Sie einen YouTube-Channel? Ja, immer noch. Du bist doch betrunken, Junge. Ja, so. Ich Was ist los mit verstehe. dir? Hast du so viel Zeit oder was? Einen Moment. Ja, scheinbar schon. Nein. Können Sie mich hören? Natürlich. Ah, super. Also, naja, ich habe gedacht, dass ich Ihre Stimme kenne und ja, vielleicht haben Sie einen YouTube-Channel, deswegen. Ja, und jetzt? Naja. Ich weiß nicht. Jetzt Ja, du weiß weißt nicht viel, kann das sein? mehr. Was denken Sie über unsere Angebote Ja, du hast mir noch eigentlich? kein Angebot gemacht. Wir haben die ganze Doch, Zeit ich über habe. Napoleon geredet. Nein, ich habe. Okay. Also, ich sage Ihnen etwas. Sie waren bei unserem. Also. Ja, fällt's dir heute Hören noch Sie, ein? nein, also, es ist so, dass, okay, also, Hast ein du heute automatisches, erst angefangen? Bist du neu da? nein, wir haben schon gesprochen. Ja, aber du bist doch ein Anfänger, oder? Du verhaspelst dich doch Ja, total. ich bin ein Anfänger, das ist schon wahr. Ja, das ist ja nicht schlimm, ne? Ja, nicht schlimm. Ja, alles hat ein erstes Mal. Absolut. Ja, also, was ich Ihnen sagen wollte, ist ein automatisches Programm, Ja. das für Sie handelt, ja.
Sie müssen sich dafür wirklich 10 oder 15 Minuten pro Tag Zeit nehmen. Es ist wie mit Ihrer Waschmaschine, also Sie lange die Wäsche hinein schüttern, ja, das Pullover ein und drücken Sie den Knopf. Also verstehen Sie, was ich meine, ja? Ich habe aber nicht wegen der Waschmaschine mich da angemeldet. Ne? Ich wollte ja im Prinzip Geld verdienen. Und jetzt erzähle ich Ihnen, das ist schon wahr. Pullover. Nein, ich sage Ihnen, wie es funktioniert. Okay, ich sage Ihnen etwas. Wissen Sie über Bitcoins? Nee. Wissen überhaupt nichts über Bitcoins. Also Bitcoins sind Kryptowährungen. Ich weiß, was das ist, aber ich habe da keine Ahnung von. Also, Bitcoin sind sozusagen virtuelles Geld. Ist ein virtuelles Geld. Ja, damit kann man handeln. Damit kann man etwas kaufen oder so. Es ist so wie Euro, ja, aber virtuell. Ja. Und jedes Tag kostet diese Bitcoins, also hat verschiedene Preise. Zum Beispiel, heute kostet Bitcoin $55.000. So viel. US-Dollar. Und morgen kostet das zum Beispiel $60.000. Ach, wissen Sie das schon? Nicht sicher, aber ich sage Ihnen, okay, ich bin kein Analytiker, ja, ich bin kein Experte. Ich bin nur da, um Ihnen zu helfen, Ihren Konto zu aktivieren. Ich sage Ihnen, wie es funktioniert. Also, zum Beispiel, Sie kaufen etwas, ja, und dann verkaufen Sie es teurer. Und von diesem Preisunterschied machen Sie Geld. Verstehen Sie? Es ist doch sehr leicht. Komm schon. Hallo? Ja? Okay, können Sie mich hören, ja? Ja, natürlich, die ganze Zeit so. Super. Super, also, haben Sie verstanden, wie unser System arbeitet? Natürlich. Ja, das ist super. Okay. Wissen Sie, Sie können sogar selber anfangen, aber unsere Firma eliminiert die Risiken. Sie eliminieren die Russen? Risiken. Es gibt keine Risiken bei uns. Also, Sie wissen keine Bescheid, Rispen? Was du kaufst. Das heißt, bei Ihnen kriegt man die Johannisbeeren ohne die nervigen Stängel dazwischen, ja? Ja, also. Sie haben schon gesagt, Sie eliminieren die Rispen. Risiken, Risk. Risk, gibt immer Risiko. Können wir uns mal auf eine Sprache einigen? Super blöd. Also, hören Sie zu, ja? Ich höre die ganze Zeit zu, das kannst du scheinbar aber nicht. Ich weiß. Du hast mir immer noch nicht geantwortet, wo du zur Schule gegangen bist, das wird mich brennend interessieren. Okay. Du weißt, das Smaland bei IKEA zählt nicht als Schulbildung, ne? Was? Malerei bei... Nein, bei IKEA gibt es doch diesen Raum, wo man die Kinder abgeben kann. Das zählt nicht als Schule. Das ist schon wahr. Meinen Sie, dass ich dort an der Schule gegangen bin, oder wie? Oder wie ist es? Hören Sie zu. Hören Sie! Sind Sie da? Ja? Herr Mole! Heißt Herr das? Mole. Das heißt ja? Maulwurf. Kannst du nicht meinen Namen übersetzen?
Maulwurf, Ja. ein Moment. Was machst du denn die ganze Zeit? Nimm die Hand aus der Hose. Du Ferkel. Ein Moment, Maulwurf. Aha, ihr Name ist Maulwurf oder wie? Hören Sie zu? Du denn? Hören Sie zu, ja? Ja, immer noch. Okay, super. Komm mir gerade vor wie der Machen wir so. Besoffene aus der Pennymarkt-Reportage, der immer seinen Namen wiederholen muss. Bena! Ja, Herr Benny. Oh, sollte Gesundheit. gehen. Also Schweinegrippe. Ich sollte gehen. Also Ja, auf die irgendwie. Toilette. Kann ich wieder anrufen, ja? Ja, du kannst jederzeit wieder anrufen. Ne? Das nächste Mal Das ist ja super. sprechen wir über Gaius Julius Caesar und die Legionen. Ja, das ist schon Und bis wahr. nächstes Mal gibt es dann den Test über Napoleon. Ne? Kein Problem, ich bin bereit. Gut, dann hören wir uns. Ne? Ja, ich Mach's sollte gut. schnell auf die Toilette gehen. Ja, Dann danke. gehen wir schnell kacken. Dabei, dabei. Ja. Ciao.